Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part sind wir bis zu dieser komischen Piranha-Pflanze gekommen. Oder was immer es auch darstellen soll. Und wir haben Probleme, es zu besiegen. Au. Ja, ich nehme besser einen Superpilz. Ja, ich habe euch ja gesagt, ich würde nachschauen, wie der Kampf funktioniert. Und es ist eigentlich ganz simpel. Nämlich auf ihn draufhauen, bis er tot ist. Ja, das hätte ich niemals alleine rausgefunden. Ja, und der Kampf dauert nur ein bisschen lange. Und man sollte am besten die Hand benutzen. Die ist nämlich am stärksten von allen. Hüpfen würde sowieso nichts bringen und Hammer macht, glaube ich, nur so 1-2 oder so. Da ist wohl Hand am effektivsten. So, friss Donnerblitz! Was ist das überhaupt, was er da dauernd wirft? Keine Ahnung, ich will es gar nicht erst wissen. Nee, ja okay, doch, ich will es doch wissen. Und ich will, dass du mal verreckst. Das wäre auch ganz nett von dir. Ausweichen. Boah, warst du schon? Ich habe jetzt mehr erwartet. Und dann in your face. Und nochmal ausweichen. Und nochmal ausweichen. Ha. Ach man, ja, ich weiß. Also, der Kampf dauert sehr lange. Das ist leider so. Oh, das war knapp. Das kann man leider nicht ändern. Ich wüsste zumindest nicht wie. Aber was soll's, irgendwann muss der doch drauf gehen, hoffentlich. Keine Sorge, wir haben genug Pilze dabei. So. Nach der schlimmen Lache geht's weiter. So. Jetzt kommen, verreck, Alter. Ja, Leute, ich bin sehr ungeduldig. Das bin ich nun mal. Ich kann einfach nicht warten. Ich will einfach, dass es weitergeht. Los. Na, komm. Nein. Okay, das nenne ich mal super schlechtes Timing. Okay, wenn wir Glück haben und dem Angriff nachher oft genug ausweichen, können wir unser Leben auch so auffüllen, ohne einen Pilz zu verschwenden. Dann halten wir noch länger im Kampf aus. Was natürlich sehr hilfreich ist. Ja, Mann. Los! Oh, scheiße. Zack. 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 Nope. Wisst ihr was, Leute? Ich cutte hier mal schnell. Also, wir sehen uns nachher, wenn dieses Messvieh endlich besiegt ist. Bis gleich. Yo, Leute, da bin ich mal wieder. Nach geschlagenen 2 Minuten habe ich das Messvieh endlich besiegt. Oh Gott. Na, was sagst du jetzt, du Messvieh? Ha! Ja, genau, verschwinde. Nee, ernsthaft, was ist das? Nee, oder? Hey, Luigi! Du warst das, der mir aus der Patsche geholfen hat. Vielen Dank. Prinz Marmek, was macht er in dem Bauch von so einem Vieh? Verstehe ich nicht. Naja, du bist ja riesig geworden. Nee, ich glaube eher umgekehrt. Ach so, hatte gar nicht gemerkt, dass ich kleiner geworden bin. Sag mal, Luigi, hast du nicht irgendeine Idee, wie ich wieder zu meiner alten Größe zurückfinde? Nee, wieso auch? Ja klar, mit dem Hammer schlagen. Nee, ist klar. Sowas. Sowas kannst du? Das sage ich. Hose runter. Will sagen, Hut ab. Genau, verpass ihn so richtig einen auf die Fresse, Luigi. Aber wirklich. Gut, aber sei bitte ganz vorsichtig. Nein, schlag ganz hart zu. Los. Komm schon. Bam. Ach, mal wieder Nintendo-Logik.
Nintendo-Logik, ach Junge. Jetzt, wo ich wieder normal bin, erstrahle ich in altem Glanz. Luigi, danke. Zum Glück. Was lese ich denn? Zum Dank für meine Rettung sollst du das hier haben. Yay! Das habe ich eben in der Piranha Bernie oder was auch immer gefunden. Hier für dich. Ja, das können wir super gebrauchen. Dankeschön. Nun, da ich wieder meine alte Gestalt habe, will ich nicht mehr hier verweilen. Die nächste Schermbohne wird mein sein. Ja klar. Grüße mir bitte auch den Amigo mit der roten Mütze. Ja klar. Treffen wir uns wieder, wenn wir alle Teile der Schermbohne haben? Ja klar. So. Ey, Mario! Gehen wir mal raus. So, ey, Mario, ich soll dir voll konkret was von Mamek ausrichten und so, ja. Gut. Okay, soweit dazu. Wir haben alle, Obstbohnen. Ja, Obstbohnen haben wir jetzt alle. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Obst... nicht Obsttheater, beim Yoshi-Theater. Also, bis gleich. Ja, so Leute, da sind wir wieder vom Yoshi-Theater. Und ja, quatschen wir gleich mal mit dem Typen hier. Ah ne, was? Wir müssen natürlich die Yoshis verbieten. Wo sind denn die... Nein, du bist nicht hungrig. Wer ist denn hungrig hier? Niemand. Okay, dann gehen wir mal schnell rein. Ah, du siehst hungrig aus. Ich habe Hunger, ich will Obst. Na, bitteschön, hier. Hurra, Obst, yam yam. Na, wie der sich freut. Erst schmeckt es nach Bohne, dann kommt das Obstaroma. Obstbohnen sind spitze. Hey, das kannst du ruhig mitnehmen. Oh yeah. Wie behandelst du denn deine Kinder, Yoshi? Du hältst ein rotes Neonei. Also Yoshi, behandle deine Kinder mal etwas lieber. Ich habe Hunger, ich will Obst. Zack, jetzt ist es orange. Boah, jetzt sammeln wir von allen Farben. Kindesmisshandlung hier. Ich habe Hunger, ich will Obst. Zack. Violettes Neon-Ei. Okay, und jetzt kriegen wir ein blaues. Zack. Blaues Neon-Ei. Und hier drin war noch jemand hungrig. Oder 1, 2. Ja, hier. Hier, hellblauer Yoshi. Der sieht auch geil aus. Also nicht geil, sondern cool, ja. Das könnte man auch falsch verstehen. Türkises Ei. Und zu guter Letzt der grüne Yoshi. Der klassische Yoshi. Du hast ein grünes Neon-Ei. So, das waren alle, ja. Alle 7 Stück sollten das gewesen sein. Hab jetzt eigentlich nicht mitgezählt, aber ich schätze mal schon, dass das alle waren. So, gehen wir mal schnell zu dem Vorzieher. Ja, ihr beiden habt es wirklich geschafft. Das sind tatsächlich Neon-Eier. Die kommen an unser Schild. Nur noch ein Stück, dann strengt euch mal an. Hä? Okay, wir haben doch nur 6. Hallo, letzter Yoshi. Warte mal kurz. Dass ich richtig verstanden habe. Ja, wir haben alle eingesammelt. Okay. Wo ist dann der letzte Yoshi? Der versteckt sich hier irgendwo noch. Ja, Yoshi, wir kriegen dich noch. Ah, erwischt. Gelber Yoshi, cool. Zack. Und das letzte gelbe Neon-Ei. Und nichts wie zu dem Typen. So. Gut. So, das waren alle. Ja, ihr beiden habt es wirklich geschafft. Das sind das Neon-Ei, ja. Bitte. Juhu! Geschafft! Ihr habt's geschafft! Ja, natürlich. Wir haben's geschafft! Es ist vollendet!
Hurra! Dank euch ist mein Theater jetzt fertig. Also, wie versprochen, bitteschön. Oh yes. Yeah! Sternebohne! Yeah, awesome! Du hältst ein Sternbohnenfragment. Du brauchst noch 2 Fragmente. Oh yeah. Und nun müssen wir langsam den Veranstaltungsraum vorbereiten. Verzeiht, die Audienz ist beendet. Ja, der kleine Spacko hat einfach ab. Na, wie geht's denn? Nee, oh, naja, wie schön. Ja. Sogar mit Glüh-Effekt. Ja. Yeah. So, gut. Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf den Weg zur dritten Stern. Zum dritten Sternbodenfragment. Und dazu müssen wir hier runter. Und falls ihr euch erinnert, in der einen Folge sind wir sogar dran vorbeigegangen. Auf der Suche nach einem Neon-Ei. Deswegen würde ich sagen, schön nach unten. Warte mal kurz. Ja, das ist der richtige Weg. Schnell abhauen, bevor die bevor die uns kriegen, wollte ich gerade sagen, aber... Naja, Pech gehabt. Sprung. Was rede ich? Der Hammer. Ich rede immer so wirres Zeug, oh Gott. Sprung, ja, super, Luigi. Au. Zack. So, schnell weg von dem. Warte mal, wenn wir schon hier sind, sollten wir auch gleich mal Items einkaufen. Willkommen im Itemladen, ja. Wie viel Cash haben wir denn? Ah, okay, nicht wirklich viel. Was können wir denn, was brauchen wir denn? Superpilz haben wir eigentlich einigermaßen gut. Nee, Nüsse benutze ich nicht so. Super Sirup könnten wir vielleicht gebrauchen. Oder One-Up-Pilz, nee, die sind ein bisschen teuer. Nee, die sind mir zu teuer. Super Sirup. Nehmen wir mal 2 Stück mit, so. Und den Rest für was geben wir denn den aus? Ja. Ja, was soll's nochmal, Sirup. Der lohnt sich. Sirup und Pilze, die lohnen sich am meisten. So. Gut, wo müssen wir denn hin? Nochmal schnell auf die Karte schauen. Ja, okay. Können wir eigentlich schon hier südlich runter? Ich schaff. Jo, Leute, da bin ich wieder. Und, wir treffen auf Gegner. Wow, ich hab ja solche Angst. So gut. Wo geht's denn lang? Schnell auf die Karte schauen. Ah, dort. Sehr gut. Ja, hier war's. Doch. Nicht. Okay. Na gut, Leute, wir sehen uns das nächste Mal bei Mario und Luigi Superstar Saga. Ich bin euer Mr. Sasuke 63 und wir sehen uns. Ciao, Leute.